Hi, ich mache demnächst, hab so einen Vortrag eingereicht für so eine Go-Konferenz und dann dachte ich mir, ich motiviere mich mal, den vorzubereiten für die Einreichung, indem ich hier eine Konferenz ankündige. Von daher ist die Zielgruppe dieses Vortrags sind Leute, die von ihrem Arbeitgeber irgendwie dafür bezahlt werden, zu so einer Go-Konferenz zu gehen. Deswegen dachte ich, frage ich mal, wer hier hat denn noch nie Go gemacht? Okay, so fast alle. Ja, ich versuche, das zugänglich zu machen. Fragt im Servicefall einfach vielleicht melden oder reinfragen. Aber ich glaube, es ist nicht so furchtbar viel Go-spezifisches Wissen notwendig. Okay, worum geht's? Es geht um die Frage, warum Go keine generischen Methoden hat. Also Go hat jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr Generics, was ein lang ersehntes Feature war. Aber ein spezifisches Feature von Generics, nämlich die Möglichkeit, Methoden auch generisch zu machen, hat Go nicht. Und das ist ein Thema, was immer und immer und immer wieder aufkommt in der Community, warum das nicht geht und warum können wir nicht einfach und es ist ja so hilfreich. Und deswegen wollte ich mal einen Vortrag darüber machen, zu erklären, warum geht das eigentlich nicht? Was ist da eigentlich genau der Kontext? Was ist die Diskussion? Einfach um mal eine Referenz zu haben, wo ich dann, wenn Leute das nächste Mal diese Frage stellen, sagen kann, hier ist eine Referenz, deswegen geht das nicht. Ja, genau, also das Proposal ist mittlerweile auch schon fast zwei Jahre alt und hat, wie ihr hier vielleicht unten auch seht, relativ viele Upvotes, 424 zu 7 Downvotes. Fun Fact, einer davon bin ich. Fragt halt, ja, warum können wir das nicht? Mach das mal bitte. Und dann gibt es hier 230 Kommentare. Und diese 230 Kommentare zusammenzufassen, das ist, was ich jetzt tun will. Genau, worum geht's? Worum geht es? Go erlaubt euch, wie gesagt, mittlerweile Typenparameter an Funktionen ranzupacken. Wer weiß gar nicht, was Generics sind? Cool. Genau, das heißt, ihr könnt zum Beispiel so eine Funktion Map schreiben. Die nimmt jetzt zwei, jetzt kommt ein bisschen Syntax. Ups, vielleicht. Ich bin mit diesem Browser nur so mittelmäßig vertraut. Okay, besser? Map nimmt jetzt diese zwei Typenparameter A und B. A und B haben kein Constraint, das heißt, das kann jeder Typ sein. Und dann nimmt es ein Slice von A und eine Funktion, die A auf B mappt und gibt ein Slice auf B zurück. Slices sind so in C++ so wie Vektoren und ich glaube in Rust auch so wie Vektoren und in Python so wie Lists und in Java so wie Arrays. Genau, das hat halt die Implementation, ist dann halt einfach, naja, wir machen halt so einen Slice. Und dann gehen wir über alle Elemente in dem Input-Slice rüber und weisen das IT-Element zu F von A, wie man sich das so vorstellt. Also ich hoffe, selbst wenn man kein Go gemacht hat, ist irgendwie diesen Code zu lesen jetzt nicht so furchtbar. Wenn man so ein bisschen C-Dialekte kann, sollte das möglich sein. Und dann returnen wir diesen Slice mit den gemappten Elementen. Right? So, das heißt, wir können so eine Top-Level-Funktion haben und der können wir Typenparameter geben. Wir können auch Typen definieren mit Typenparametern. Das heißt, wir können zum Beispiel so einen Custom-Type Slice of A definieren, der einfach definiert ist als Underlying-Type, hat der einen Slice of A. Und dann kann der auch eine Methode haben. Und die Methode ist hier, ich habe mal die mal each genannt, die führt jetzt F einfach auf jedem Element aus in diesem Slice. Und wie ihr seht, kann hier der Typenparameter, den wir an diesen Typen ranhängen, dieses A, der kann auch in dieser Methode auftauchen. Fun Fact für Leute, die kein Go können, das hier ist die Syntax in Go für eine Methode. Ne? Das heißt, eine Methode unterscheidet sich von einer Funktion, dass sie hier in Klammern vor dem Namen der Funktion hat sie nochmal den sogenannten Receiver, der halt angibt den Typen, an dem wir diese Methode ranwachsen wollen. Und in diesem Fall wachsen wir die halt an den Slice A. So, das heißt, wir können auch an Typen generische Parameter ranhängen, aber wir können das nicht an Methods machen. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf Slice von A eine Methode definieren, Map, die nochmal parametrisiert ist mit dem zusätzlichen Typen B und dann halt diese Map-Funktion als eine Methode aufrufbar macht, die dann das gleiche tut wie hier oben.
Das geht nicht. Und darum geht's. Das ist genau das Feature, über das ich reden will. Ist warum diese spezifische Sache nicht geht. Der Typenparameter die können nur am Typen selbst hängen und sie können nur an Funktionen hängen, aber nie an Methoden, so als extra Methode. So, warum ist sowas nützlich? Eine Sache ist das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ne? Derzeit, wenn wir so eine Map-Funktion haben, die irgendwie so einen Stream von A nimmt und so einen Stream von B zurückgibt, müssen wir die so aufrufen, wenn wir die verschachteln wollen. Und eine Sache, die halt irgendwie auffällt, ist, dass so ein bisschen hin und her gedingst. Ne? Also wir machen Map, wir nehmen Primes und wir doublen sie und dann konvertieren wir sie zu Strings mit I to A, wie man das aus C kennt, wenn man C kann. Aber wenn hier irgendwie so ein Filter oder so ein Reduce drin stehen würde, dann müsste man halt die ganze Zeit hin und her springen, um zu gucken, welches Argument, welche Funktion wir jetzt anwenden wollen, auf welchen Input und auf welche quasi Higher-Level-Funktion. Und es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn wir das als eine Methode definieren könnten. Und dann könnten wir einfach schreiben primes.map double.map i to a und dann kriegen wir Strings raus und das wäre viel schöner. Oder ein Beispiel, was uns kürzlich aufgekommen ist, ist, wir haben so einen Random Number Generator im Round-Paket und das hat eine Methode, um eine Zufallszahl von 0 bis n auszugeben. Und wenn ich jetzt aber kein Integer will, sondern ich will zum Beispiel eine zufällige Zeitdauer auswählen, ne? So zum Beispiel, weil ich Exponential Backoff implementiere mit Jitter, dann muss ich, wenn ich also eine zufällige Zeit will, muss ich sagen, naja, ich nehme eine Time.Second, da sollte man dazu sagen, Time.Duration, der Typ von Go für einen Zeitraum, ist ein int64, das heißt, das ist ein Integer-Typ, den man benutzen kann als Integer-Typ. Ich muss hier jetzt, wenn ich das tun will, muss ich erst time.second nach int konvertieren, weil int n nimmt ja einen int. Und dann muss ich das Ergebnis wieder zurückkonvertieren nach time.duration. Und es wäre eigentlich viel schöner, wenn wir einfach sagen können, naja, int n ist stattdessen eine Methode, die ist parametrisiert mit beliebigen Integer-Datentypen und gibt dir dann einfach einen entsprechenden Zufallsinteger zurück. Und dann könnte ich nämlich einfach schreiben, naja, mach mal run.intn time.second und würde eine Duration zurückbekommen und es würde einfach funktionieren und es wäre viel bequemer. Ne? Und das sind so die zwei großen Use Cases und da gibt es noch ganz viele andere, so die meiner Meinung nach so ein bisschen so Spezialfälle sind. Zum Beispiel Parser sind ganz ähnlich zu diesem zweiten Ding. Ich möchte irgendwie einen Parser haben, der Methoden hat, der beliebige Dinge parsen kann und so. Also das offensichtlich ist das ein nützliches Feature. Also warum machen wir das nicht? Blödes Go-Team. Und um zu erklären, warum wir das nicht tun, müssen wir nochmal so 14 Jahre zurückgehen zum Open Sourcing von Go, weil natürlich als Go open sourced wurde, Leute gefragt haben, hey, pass mal auf, was fällt euch ein, es ist 2009, ne? Warum hat Go keine Generics? Wieso? Und dann hat Russ Cox damals in einem Blogpost das Generic Dilemma gecoined. The Generic Dilemma is this: Do you want slow programmers, slow compilers and bloated binaries or slow execution times? Und sein Punkt ist so ein bisschen, wenn es um Generics geht, gibt es halt verschiedene Art und Weisen, wie Generics implementiert werden können. Sie können halt komplett zur Compilezeit passieren, wie zum Beispiel in C++, wo einfach mit die Templates einfach zur Compilezeit aus expandiert werden für jeden Typen, mit dem ihr sie instanziiert. Und dann wird das einfach so reingerotzt und dann wird das alles mit dem ganz normalen Compiler kompiliert. Aber das ist halt, das macht den Compiler langsam, weil er halt die gleiche Funktion immer und immer wieder neu type checken muss und neu kompilieren muss. Es führt zu schlechten Fehlermeldungen, aber das nebenbei. Und es führt auch zu großen Binaries, ne? Weil natürlich jetzt für jeden Typen, der da drin ist, muss halt der Code auch dupliziert werden. Für jeden Typen, für den ihr ein Array irgendwie sortieren wollt, braucht ihr irgendwie einen typenspezifischen Sortiercode. Dafür ist der Code im Allgemeinen relativ schnell, je nachdem. Aber Compiler sind langsam. Und wenn man eine Sache über Go weiß, ist Go ist sehr stolz auf seinen schnellen Compiler. Und das andere, am anderen Ende des Spektrums existiert halt so Java und C-Sharp und so. Die machen halt Runtime-Boxing. Da ist halt einfach alles geboxt und dann wird der Code existiert dann halt nur einmal, der kompilierte Code. Und der Code entpackt dann halt zur Laufzeit irgendwie so das Array mit Methoden aufrufen und das ist halt relativ langsamer Code.
Sternchen. JIT kann natürlich helfen, Just-in-Time-Kompilierung kann natürlich helfen, den langsamen Code weniger langsam zu machen, aber auch da ist so ein bisschen so, Go will zum Beispiel auch eigentlich, wir wollen nicht Runtime-Code-Generation brauchen, weil einfach wir auch in Computing-Environments laufen wollen, in denen das nicht geht. Zum Beispiel WebAssembly oder zum Beispiel damals Native Client irgendwie und so. Oder in App Engine, da kannst du halt keinen Code generieren und deswegen kannst du keine Runtime Code Generation brauchen. So, und das heißt, das Dilemma ist, entweder du hast langsame Compiler oder du hast langsame Ausführungen oder du hast langsame Programmierer, indem du keine Generics hast und dann können die halt keinen effektiven generischen Code schreiben. Und 10 Jahre lang hat Go halt gesagt, wir machen einfach langsame Programmierer, weil solange wir uns nicht entscheiden können, was die korrekte Antwort ist, lassen wir es erstmal. Und dann gab es ganz viele Proposals und es wurde ganz viel darüber diskutiert. So, wie haben wir das jetzt gelöst? Wieso haben wir jetzt trotzdem Generics? Die Antwort ist, wir lassen die Implementation die Wahl. Der Implementation die Wahl, wie sie Generics implementieren will. Das bedeutet, insbesondere jedes Feature, was wir designen für die Sprache, muss sowohl per Runtime-Boxing implementierbar sein, als auch per Compile-Time-Code-Expansion. So, das gesamte Spektrum muss von der Sprache her möglich sein, zu implementieren in dem gesamten Spektrum. Und stellt sich heraus, die schwierigere Sache ist die Compile-Time-Sache. Und dann kann die Implementation, und es gibt tatsächlich viele Implementationen, also ich kenne mindestens 6 oder 7, glaube ich, ich müsste jetzt zählen, verschiedene Go-Implementationen. Die Go-Implementation kann dann selbst wählen, ob sie lieber Compile-Zeit gegen Runtime tauscht oder nicht. Und wir können auch über die Zeit irgendwie anpassen, den Trade-off, wenn wir irgendwie finden, hier machen wir jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr zur Compile-Zeit und sowas. Das heißt, indem wir uns strikt festlegen, dass alles, was wir spezifizieren, alles, was in der Language Specification landet, zur Compile-Zeit oder zur Runtime implementierbar sein muss, geben wir uns einfach die Freiheit, das experimentell zu lösen über Zeit und in dem Augenblick ist es dann ein Optimierungsproblem. Und nicht mehr ein, also wir zwingen dann halt irgendwie eine Implementation nicht mehr in eine Sackgasse in der Hinsicht. Und das ist etwas, das ist wichtig zu verstehen, dass diese Entscheidung getroffen wurde und das ist meiner Meinung nach die zentrale Entscheidung, die dafür gesorgt hat, dass irgendwie nach 12 Jahren oder sowas ohne Generics Go jetzt Generics hat. Wenn wir diese, so, deswegen ist diese Entscheidung ist nicht optional, so, die ist fix, so. Vielleicht ändern wir die irgendwann, aber wenn wir die irgendwann ändern, dann ist das noch so ein Jahrzehnt hin oder sowas. Erstmal ist das fix. So, und wenn wir das verstanden haben, können wir jetzt versuchen zu verstehen, warum generische Methoden problematisch sind. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Schritt vorher machen, und zwar muss ich euch über Rang 2 Polymorphismus erzählen. Rang 2 Polymorphismus klingt fancy, ist auch fancy, Programmiersprachen-Jargon für die Möglichkeit, generische Funktionen oder generische Typen als Variablen zu benutzen, ohne sie spezifisch instanzieren zu müssen. Ich habe hier mal so einen, das Problem ist, mir ist kein natürliches Beispiel eingefallen, für warum das nützlich ist. Und ich habe irgendwie funktionale Programmierer gefragt, warum das nützlich ist, und bisher habe ich noch keine Antwort bekommen. Deswegen habe ich ein künstliches Beispiel, das tut mir leid, aber ich hoffe, es ist hilfreich zu verstehen, worum es geht. Eine Funktion, die nimmt jetzt hier, die hat einen ganz normalen Typenparameter, wie wir das so kennen, aber die nimmt auch eine generische Funktion. Und ich habe mir jetzt einfach mal so eine Syntax ausgedacht, für wie so eine uninstanzierte generische Funktion aussehen könnte. Das heißt, die nimmt einfach so eine Funktion, die parametrisiert ist durch ein b und die ein a annimmt und ein b zurückgibt. Und dann nimmt mein apply außerdem noch einen Wert vom Typen a. Und dann instanziert sie diese generische Funktion mit einem konkreten Typen, nämlich int in diesem Fall, wendet v darauf an und gibt das zurück. So, und also das ist einfach diese Rang 2 Polymorphismus ist eigentlich die Möglichkeit, diesen Code zu schreiben. Den Code zu schreiben, eine generische Funktion zu haben, die noch nicht instanziert ist, die dann später instanziert werden kann durch den Code, an den ihr sie weitergibt. So, und das Problem damit ist, naja, wenn ich das könnte, dann müsste ich beantworten, wie dieser Code hier funktioniert. Dieser Code, der wirft so eine Münze und wenn Kopf rauskommt, dann instanziert er die Funktion als int.
für int, und wenn Zahl rauskommt, dann instanziiert er die Funktion für time.duration. Und das Problem ist, der Compiler, der weiß zur Compilezeit natürlich nicht, was hier rauskommt, so, und was bei diesem Münzwurf rauskommt. Und wichtig, er weiß halt auch nicht, wo dieses F herkommt. Ne? Das kann aus einem Channel gelesen worden sein, das kann irgendwie in einem, das kann durch Ifs hin und her geschoben worden sein, aus einer Variable kommen, who knows. Um zu wissen, wo dieses F herkommt, müsste der Compiler halt das Halteproblem lösen, und das Halteproblem ist nicht lösbar. Und dadurch, dass also der Compiler nicht weiß, wo dieses F herkommt und wie der Körper dieser Funktion aussieht, müsste, damit dieses F hier funktioniert und damit der Compiler es trotzdem mit einem beliebigen Typen instanzieren kann, in diesem Code, müsste halt offensichtlich dieses F so gebaut sein, dass es mit beliebigen Code zur Runtime instanziert werden kann, weil der Compiler, weil erst zur Runtime wir wirklich wissen, was in diesem F jetzt, wo dieses F wirklich herkommt. Und das heißt, um Rang 2 Polymorphismus zu implementieren, brauchen wir zwingend Runtime Boxing. Das kann man nicht zur Compilezeit lösen. So, ist das halbwegs klar, dieses Beispiel und dieses Argument? Weil das ist der zentrale Knackpunkt. Ja, Robert. Ja, also die Frage ist das nicht differenziert, damit das Halteproblem ist nicht lösbar? Die Antwort ist, in einer Turing-vollständigen Sprache ist das Halteproblem nicht lösbar, und die allermeisten General-Purpose-Programming-Languages sind Turing-vollständig. Also ja, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist zu sagen, mein Programm kann nur in n Gigabyte RAM laufen und darf so, dann geht das. Aber wir sind im Allgemeinen nicht bereit, unsere Programme so einzuschränken. Unsere Programmiersprachen können schon beliebige. Also, das. Du hattest zuerst erwähnt, dass sie das halt einfach annehmen oder einfach damit nehmen, dass es ein Problem kommt. Nein. Ich glaube, was du meinst, es existieren bestimmte Probleme, die sind NP-vollständig. Das ist was anderes. NP-Vollständigkeit ist was anderes. NP-Vollständigkeit bedeutet, dass du, soweit wir wissen, exponentielle Laufzeit brauchst, das stimmt nicht ganz, aber whatever. Aber das Halteproblem ist nochmal anders, weil das Halteproblem ist literally unlösbar. Es kann nicht möglich sein, es zu lösen, dass, wenn ihr wissen wollt, warum, empfehle ich euch Gödel, dass deswegen existiert, also Gödel ist berühmt, weil Gödel das, nein, okay, Gödel hat das nicht bewiesen. Eigentlich hat Turing das bewiesen, oder? Wer hat das Halteproblem? Ich glaube, vielleicht war das Turing. Anyway, einer von denen. Es ist ganz alt, es ist Grundsätze der theoretischen Informatik. Halteproblem ist unlösbar. Gödel hat es benutzt, glaube ich, mindestens mal, um zu beweisen, dass es Probleme gibt, die nicht beweisbar sind. Anyway, jedenfalls, das Halteproblem ist literally unlösbar. Außer du schränkst dich auf nicht Turing-verständige Sprachen ein, zum Beispiel Regular Expressions sind regulär, da schränkst du deine Sprache so weit ein, dass du das Halteproblem darauf lösen kannst. Aber das wollen wir nicht, weil dann können wir keine. Die meisten unserer Programme brauchen Turing-Vollständigkeit. Die Formulierung von dem Halteproblem war so, dass es gibt keine Turing-Maschine, die für Turing-Maschinen beliebige Größe entscheiden kann, ob diese für beliebige, ja, genau. Ja, genau, aber aber das beliebig ist, ja, du kannst deine Programmiersprache so bauen, dass das geht. Das ist nicht die Größe des Programmes, sondern es geht schon um die Tatsache, dass deine eine Turing-Vollständigung. Anyway, sorry, später, vielleicht, irgendwann, können wir das mal ausbaldowern, vielleicht mache ich nochmal eine kurze Stunde zu dem Thema, nein, Halteproblem ist literally unlösbar in einer Turing-vollständigen Sprache. Gut. Dann kommen wir jetzt zu all den Problemen, nachdem wir das verstanden haben, mit generischen Methoden. Das erste Problem, was wir haben, ist, Go hat Interfaces. Interfaces in Go, das ist etwas, was man aus anderen Sprachen vielleicht nicht kennt. Interfaces aus Go werden
strukturell getypt und nicht nominell. Das heißt, statt zu sagen, ich implementiere io.reader, implementiert ihr io.reader, indem ihr einfach eine Read-Methode habt. Und dann ist alles, was eine Read-Methode hat, implementiert io.reader. So, das ist nur für Leute, die noch kein Go können, eine Eigenheit von Go-Interfaces gegenüber allen anderen Sprachen. So, wenn wir generische Methoden hätten, dann würden wir auch wollen, dass wir generische Methoden in Interfaces reinwerfen können. Weil zum Beispiel meine Stream-Abstraktion, da wäre das ja auch schön, wenn mein Code nicht nur mit Slices funktioniert, sondern auch mit Iteratoren oder mit Channels oder mit was auch immer. Deswegen will ich eigentlich nicht nur eine generische Methode haben, sondern ich will auch, wenn ich Methoden habe, die generisch sind, will ich eigentlich auch diese Methoden in einem Interface sagen. Ich möchte sagen, mein Interface hat folgende Methode mit folgender Signatur. Und wenn die generisch sein kann, dann soll sie auch generisch sein können. So, und wenn wir jetzt uns das aber angucken, angenommen, wir könnten das, ne, also hier ist so, das wäre, was wir schreiben wollen würden, wenn wir generische Methoden hätten. Aber wenn wir das tun könnten, könnten wir ein Interface-Caller definieren. Das Caller-Interface hat eine Call-Methode, die parametrisiert ist mit Methoden A und B und A reingibt und B rausgibt. Und wenn ihr das nicht seht, dieses Caller-Interface ist im Wesentlichen ein Interface für eine generische, uninstanziierte Funktion. Nur halt statt F von A zu schreiben, schreibe ich halt x.call, Klammer auf, A, Klammer zu. Und deswegen renne ich in genau das gleiche Problem. Jetzt habe ich so eine Funktion, das nimmt so einen Caller-Interface, wirft eine Münze und instanziert diese Methode entweder mit int oder mit time.duration. Und da wir nicht wissen, was dieser Caller ist, da der Compiler nicht vorhersagen kann, welcher konkrete Typ wirklich in diesem Caller-Interface drinsteckt, rennen wir wieder in genau das gleiche Problem. Er weiß nicht, wo der Methodenkörper herkommt, deswegen müsste er in der Lage sein, den für beliebige Typen zu instanzieren. Das geht nicht, weil dann bräuchten wir Rang 2 Polymorphismus und dann bräuchten wir Runtime-Boxing und wir wollen uns nicht auf Runtime-Boxing einschränken, ergo können wir das nicht machen. Okay? Das heißt, wenn wir generische Methoden zufügen, aber dann dürften wir die nicht in Interfaces schreiben. Die wären schon mal special in der Form, als dass sie nicht in Interfaces stehen dürfen. So, und das ist ein bisschen weird, weil alle anderen Methoden können in Interfaces stehen. Aber es wird noch schlimmer, weil Go hat auch etwas, das nennt sich Interface Type Assertion. Und das ist etwas, was Go spezifisch macht, was viele andere Sprachen nicht haben. So Rust und sowas hat das, soweit ich weiß, nicht. Go erlaubt dir nicht nur, Typen in ein Interface rein zu verpacken, sondern es erlaubt dir auch, das wieder zu entpacken, dieses Interface, und dir anzugucken, was ist der tatsächliche konkrete Typ, der da drin steht. Und noch einen Schritt weiter, Go erlaubt dir, zur Runtime zu checken, hat der Typ, den er mir gegeben hat, eine spezifische Methode, implementiert er ein bestimmtes anderes Interface. Und um zu demonstrieren, warum das hilfreich ist, habe ich hier ein bisschen so einen Ausschnitt aus dem I.O.-Paket. Das I.O.-Paket hat spezifische, also das hat so Interfaces I.O.-Writer, das ist irgendwie ein Byte-Stream, in den ich reinschreiben kann. Und es hat so einen Interface I.O.-Reader, da kann ich einen Byte-Stream draus lesen. Und es hat optionale Interfaces, die heißen Writer2 und Reader-From. Und die ist ein Reader, kann auch Writer2 implementieren. Und wenn der Writer2 implementiert, dann kriegt er einen Writer übergeben und schreibt all seine Bytes in diesen Writer rein. Und das ist halt effizienter, weil zum Beispiel die Funktion Copy, die einfach Daten von einem Stream nimmt und in einen anderen reinkippt, müsste sonst alles über so einen Buffer pullen. Ne? Aber wenn wir Writer2 benutzen können, dann brauchen wir diesen extra Buffer nicht. Dann sparen wir uns Buffer-Management. Oder ein kanonisches Beispiel, Dateien unter Unix implementieren tatsächlich dieses Writer2 und das Reader-From-Interface und implementieren das mittels Send-File. So, das heißt, das ist eine Optimierung, die sogar dazu führt, dass wenn ihr Dateien zum Beispiel auf ein Netzwerk rausschreibt, ist euer Programm im User-Space gar nicht mehr daran beteiligt. Das macht alles der Kernel. Ihr sagt dem Kernel einfach, hier sind zwei Dateien, kopiert die mal von A nach B. So, und jetzt können wir diese optionalen Interfaces, jetzt kann diese Copy-Funktion in I.O., kann jetzt checken, naja, wenn die Quelle, aus der wir rauslesen, Writer2 implementiert, indem sie so eine Interface-Type-Assertion macht, und das ist halt der Punkt, das ist halt egal, was der konkrete Typ ist, solange er diese Methode hat, funktioniert das, dann ruft er die Write2-Methode auf,
Sonst checkt er, ob die Destination, wo wir hinschreiben, ob die eine Reader-From-Methode hat. Und wenn ja, dann rufen wir die auf. Und sonst machen wir Buffer-Management und schieben halt so Dinge hin und her. Und das bedeutet, ihr könnt quasi, die Copy-Funktion ist super allgemein. Die funktioniert mit allen Byte-Streams. Aber wenn eure Byte-Streams diese optionalen Interfaces auch implementieren, dann kann die Copy-Funktion viel effizienter arbeiten. Und deswegen sind diese Interface-Type-Assertions super nützlich, weil sie euch erlauben, sehr polymorphe, sehr allgemeine Funktionen zu schreiben, die dann aber auch für Effizienz einzelne Dinge auslagern können, einzelne Methoden dynamisch dann aufrufen können, wenn sie vorhanden sind. So, was ist das Problem mit generischen Methoden und Interface-Type-Assertions? Wenn wir generische Methoden hätten, dann würden wir gerne wahrscheinlich in der Lage sein wollen, auch nicht generische Methoden zu type-asserten, wenn sie durch eine generische Methode erfüllt werden. Zum Beispiel ist hier der Typ X, ist einfach leer, das ist einfach so ein Typ. Der hat eine Methode M für alle Typen, die einfach einen Wert vom Typen nimmt und nichts tut. Das ist diese generische Methode. Und jetzt kann ich so ein Interface schreiben, das habe ich hier jetzt doch parametrisiert, der Einfachheit halber für den Code da unten. Und das Interface MT ist einfach, das hat eine M-Methode, die ein T annimmt. Und jetzt möchte ich in der Lage sein, MInt zu schreiben. Also MInt bedeutet, ich möchte das Interface nehmen, welches die Methode M hat und das nimmt ein Int. Und ich würde jetzt vielleicht gerne dieses X type asserten auf, das hat eine Methode mit dem Namen in M, die ein Int annimmt. Und eigentlich würden wir dann wollen, dass diese type assertion funktioniert, weil X hat ja eine Methode M, die einen beliebigen Typen annehmen kann. Und dann könnte sie also auch eine Methode M haben, die einen Integer annimmt. So, das ist ein bisschen verwirrend und ich bin da ein bisschen mit diesen extra Dings, aber anyway. Das Problem damit ist, wieder das gleiche Beispiel wie die ganze Zeit. Deswegen ist dieses Beispiel mit diesem Rang-2-Polymorphismus. Wenn wir das könnten, dann könnten wir hervorragend, hier habe ich den Code nicht mal schön geschrieben. Warte, jetzt. Sorry, wenn ich mich jetzt schon darüber ärgere, dass ich das so verwirrend gemacht habe, dann will ich wenigstens auch davon profitieren. Wo bin ich? Hier. Nein, nicht hier. Hier. So, ich laufe dann wieder in genau das gleiche Problem rein. Ich werfe eine Münze und wenn Kopf rauskommt, dann type asserte ich auf die Methode, die ein Int annimmt. Und wenn Zahl rauskommt, dann type asserte ich auf die Methode, in der eine Time.Duration rauskommt. Und again, der Compiler weiß nicht, wo dieses X herkommt und wo der müsste jetzt halt irgendwie zur Laufzeit irgendwie so einen Wrapper haben, der beliebige Typen instanziiert. Und das wollen wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht. Das heißt, wenn wir generische Methoden haben wollen würden, könnten die nicht nur nicht in Interfaces auftauchen, so wie alle anderen Methoden, sie könnten auch nicht dafür benutzt werden, um andere Methoden zu implementieren, selbst wenn andere Methoden, andere Interfaces implementieren, selbst wenn diese Interface, die Methode, um die es da geht, nicht mal selbst generisch ist. So. Das heißt, die generischen Methoden können einfach überhaupt nicht in Interface Satisfaction drin sein. So. Und dann das dritte Problem ist, Go hat Reflection. Das heißt, Go kann tatsächlich alle Operationen, die ihr im Typensystem habt, hat Go auch zur Runtime verfügbar, mittels des Reflection-Pakets. Und das heißt, insbesondere können wir auch Methoden uns nachschlagen. Wir können einfach, wenn wir einen Typen haben, nachschlagen, hat er diese Methode? Und wenn ja, dann können wir diese Methode aufrufen, dynamisch. Und ihr merkt, worauf es rausläuft. Jetzt werfen wir also an Reflect so einen X und dann suchen wir die Methode M und dann werfen wir eine Münze und wenn Kopf rauskommt, dann rufen wir die Methode auf mit einem Integer, 42, und wenn Zahl rauskommt, dann rufen wir sie auf mit einer Time.Duration und die Methode, der Körper existiert nicht und deswegen kann das nicht gehen. Gleiches Problem, der Compiler hat keine Art und Weise zu sehen, folgender Reflect-Code
will folgende Methoden aufrufen von folgendem konkret. Das geht alles nicht, weil Halteproblem. So. Und das sind also die drei Probleme. Wenn wir also, solange wir nicht bereit sind, Runtime-Boxing zu requiren, was, wofür wir, again, hart nicht bereit sind, würden generische Methoden nicht in Interface-Definition passieren können. Sie könnten nicht benutzt werden, um nicht generische Interfaces zu implementieren. Und sie könnten auch nicht in Reflect benutzt werden. Und die Frage ist so ein bisschen so, warum sind das dann überhaupt noch Methoden? So nach dem Motto. Weil Methoden sind halt im Allgemeinen dafür da, um Code an einen Typen ranzuklatschen. Und wenn wir halt nicht das können, dann ist halt so ein bisschen so die Frage, was das soll. Und es ist auch, also es wirkt einfach verwirrend. Also die Vorhersage ist halt, wenn wir das jetzt zulassen würden, wäre das allererste, was passiert, wäre 10 Issues, die aufgemacht werden mit, hey, wäre das nicht voll cool, wenn ich generische Interfaces schreiben könnte? Oder wäre das nicht voll cool, weil das halt verwirrend ist, Methoden zu haben, die auf einmal in diesem sehr zentralen Teil vom Go einfach nicht interagieren und einfach verschwinden. Deswegen ist so ein bisschen, so sehr wir uns wünschen, dass das ginge, so sehr wir den Nutzen sehen von diesem Future, können wir uns nicht dazu bewegen, das einzuführen, weil halt die Downsides zu groß sind. Weil die Downsides halt sind so, ja, alles, was man eigentlich damit so machen wollen würde, geht halt eh nicht. Und es wäre dann halt nochmal extra verwirrend. Und an dem Punkt kommen dann die Leute und sagen, okay, verstehen wir nicht, aber whatever. Akzeptieren wir nicht, aber Kompromissvorschlag, wir machen einfach Universal Function Call Syntax. Das ist ja was man aus Lua hat das zum Beispiel. Das heißt, wir sagen einfach, du kannst einfach Methodensyntax benutzen, um Funktionen aufzurufen. Das heißt, ja, wir machen statt, dass die int-n-Methode auf Rand ist, ist es eine Top-Level-Function, weil dann kann sie generisch sein und dann wissen wir, wie das geht. Und dann können wir halt trotzdem schreiben, run.intn und der Compiler de-sugart das dann einfach, übersetzt es einfach in den Call, ich hätte hier vielleicht noch so einen Call, in den Call int-end, Klammer auf, Rand, Komma 42, Klammer zu. So, Lua macht das, so funktionieren Methoden in Lua. Lua hat keine Methoden, Lua hat eigentlich nur Funktionen, soweit ich weiß. Oder andersrum, keine Ahnung. Da ist jetzt aber das Problem, Go hat halt Pakete und naja, ein anderes Paket könnte halt auch so eine int-n-Methode haben, so eine int-n-Funktion haben, die auch so einen run.run nimmt und so einen n, und dann weiß man halt nicht mehr, welche von beiden wir aufrufen sollen. Das heißt, irgendwie müssten wir hier noch so einen Identifier reinschmuggeln, weil das muss hier jetzt eigentlich nicht rind.inn sein, sondern es muss rind.rand.inn sein, und dann wissen wir wiederum nicht, dann ist das alles nicht mehr eindeutig mit irgendwie, welcher Typ gemeint ist und so. Und ultimativ ist das halt, wenn man dieses Problem lösen kann, haben wir wieder nur Methoden, die Interfaces nicht erfüllen, nur mit extra Steps. Ne? Weil ultimativ ist das Problem, in das wir hier genau reinlaufen, ist, dass dieses int-end, diese Top-Level-Funktion int-end, irgendwie assoziiert werden muss mit diesen Typen konkret, damit der Compiler weiß, das ist genau die Funktion, die ich aufrufen soll. Und dafür sind Methoden da. Das heißt, das bringt uns nicht weiter. Eine andere Alternative, die Leute immer wieder vorschlagen, ist, wir führen so einen Function-Pipe-Operator ein, aus Elixir oder sowas geklaut. Und wieder gleiche Idee, so wir sagen Rand-Pipe nach Rand.intn, und dann ist das einfach Syntactic-Sugar für Rand.intn, Rand, 42. Und das löst jetzt dieses Namespacing-Problem, löst das, weil jetzt schreiben wir hier tatsächlich den Paketnamen mit rein und beschreiben die tatsächliche Funktion, die wir aufrufen wollen. Ne? Und wir können jetzt aber trotzdem irgendwie unsere Operatoren chain, unsere Functional Operators chain. Und da ist so ein bisschen so, das wurde schon ganz oft vorgeschlagen, und da ist die einzige Antwort, und die ist, again, nicht zufriedenstellend, aber es ist halt, die Antwort ist, wir finden das nicht zufriedenstellend. Wir finden diesen Operator dafür, was der tut, mit, hey, wir können jetzt irgendwie unsere APIs besser chain, statt irgendwie Dinge in mehrere Statements aufsplitten zu müssen oder so, können wir halt alles in eine Zeile schreiben. Dafür jetzt irgendwie einen neuen Operator einzuführen, der halt irgendwie, also das ist halt nicht wirklich Go. Go versucht eigentlich sehr sparsam zu sein mit Operatoren und Mechanismen und sowas, und nur dafür jetzt so, das wirkt uns einfach nicht
nicht, das ist es uns nicht wert, muss man halt ehrlich sagen. Ja, und was bedeutet das für die Zukunft? Für die Zukunft bedeutet das, das wird halt nicht passieren. Solange wir nicht irgendwie bereit sind, diese Stance zu überdenken, dass wir keinen Runtime-Boxing benutzen können, keine Runtime-Code-Generation benutzen können, in irgendeiner Form, wird das einfach nicht passieren. Es sei denn, und again, wir wollen jetzt das jetzt nicht für alle Zeiten ausschließen, vielleicht hat ja irgendwann irgendwer eine clevere Idee, deswegen ist das Issue jetzt auch noch offen und wird nicht geschlossen, weil das ist dann die andere Sache, Leute sagen dann schließt doch dieses Issue, wenn ihr findet, das soll nicht passieren, aber wir wollen es halt auch nicht schließen, weil wir finden das so ein gutes Feature und wir wollen, dass es eigentlich passiert, wir wissen nur nicht wie. Und deswegen wollen wir dieses Issue offen lassen und auch, weil dann hat man irgendwie so einen Platz für die ganze Diskussion. Aber ja, das Issue ist offen, wir finden, das ist sinnvoll, aber es wird halt nicht passieren, weil wir nicht wissen wie. Wenn uns das alles 10 Jahre daran gehindert hat, Generics einzuführen, dann wird es uns jetzt auch noch 10 Jahre daran hindern, generische Methoden einzuführen. Ist halt so traurig, aber wahr. Ja. Zu meiner Verteidigung, ein Teil der Überziehung liegt daran, dass ich Go-Konzepte erklären musste. Ich will auch wissen, ob meine Timing-Annahmen hinkommen. Und ich glaube, meine Timing-Annahmen kommen relativ gut hin. Ich habe eine halbe Stunde später. Anyway, noch Fragen? Ja. Ja, Rang 2 Polymorphismus. Currying ist eine. Danke. Die Anmerkung war, das erste Beispiel, was Robert einfällt für vielleicht ein sinnvolles Beispiel für Rang 2 Polymorphismus wäre Currying. Ich aus der Hüfte, das wirkt wie ein gutes Beispiel. Ich schaue mir das mal an. Ich glaube, ja. Danke. Ich glaube. Ich auch nicht, aber es wirkt, jetzt wo du das erwähnst, wirkt das wie eine Sache, die man, wo man zumindest ein Beispiel schreiben kann, was irgendwie klar ist. Das klingt sinnvoll. Ich schreibe das gleich mal auf und dann weiß ich, ob ich das. Aber ja, das klingt sinnvoll. Das Problem ist, alle Beispiele, die mir eingefallen waren, sind halt so Monaden und Funktoren und so. Und das sind halt alles Sachen so, die sind schon hilfreich, aber. Das sind halt generische Interfaces und generische Methoden und nicht generische Funktionen. Aber Currying ist, glaube ich, ein extrem gutes Beispiel. Ja. Das nächste, was mir eingefallen ist, ist auch noch was Komisches. Und zwar gibt es in C++ Allokatoren, und die sind aber typisiert aus Gründen. Wir haben natürlich auch das halt auch dieses Objekt konstruieren und dieses Objekt konstruieren. Ja. Dass die Allokatoren rebinden kann auf einen anderen Typ. Weil der Container, also wenn du die Allokator reingibst, weißt du gar nicht, dass der Container intern für Typen benutzt. Ja. Um ihn zu allozieren. Zum Beispiel eine Map nutzt intern irgendwelche Knotentypen. Die ja. Sind außenwärtig sichtbar. Deswegen gibst du von außen den generischen Allokator rein und der wird dann gerebound innen drin auf den Elementtypen. Ja. Das. Beispiel, was er erwähnt hat, ist C++-Allokatoren. Ich habe sowas Ähnliches als Beispiel zuerst hier stehen gehabt. Was ich stehen hatte, war so ein generischer Cache-Datentyp, den man dann instanzieren kann für verschiedene Typen, die man gecached haben will. Mein Problem ist da halt schon, also das neigt sich halt, also genau, A musst du halt erstmal die Problemdomäne erklären. Und B, auch das ist sowas, wenn du sowas natürlich schreiben würdest, würdest du halt Methoden benutzen. So. Also, zumindest in Go hättest du halt eine Methode, um einen Typen zu allokieren. Und eine Methode, um einen Slice zu allokieren und eine so. Und das heißt, du würdest halt nicht eine Funktion übergeben zum Allokieren, sondern du würdest halt einen Typen übergeben, der Methoden hat. Dein Allokator wäre halt ein Interface oder so. Und dadurch, again, ist es nicht geeignet als ein Zwischenbeispiel, um einzuführen, weißt du, so in diesem Zwischenraum passt es nicht so gut rein. Weil das war nämlich genau das Ding. Ich brauchte halt ein Beispiel, was wirklich
Genau, und wirklich eine Funktion ist, was auch natürlich eine Funktion ist. Und deswegen ist Currying sehr gut, weil Currying operiert auf Funktionen und ich glaube, das funktioniert. Danke. Anyway, sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Sie sind strukturell und nicht nominell. Nominell. Nicht per Namen, sondern per Struktur. Genau. So was Ähnliches gibt es auch für Sie als Konzept. Ja. Fun Fact: die wurden diskutiert. Mehr oder weniger, also C++ Concepts war die Anmerkung. C++ Concepts wurden diskutiert und standardisiert ungefähr im gleichen Zeitraum, in dem Go über Generics geredet hat. Und das erste Go Generics Design, welches ernst gemeint war, oder nicht ernst gemeint, aber wo das erste Mal, dass wir gesagt haben, so, jetzt packen wir das mal an, hatte tatsächlich auch sehr ähnliche Mechanismen zu nicht Concepts, sondern Contracts. Hieß das Contracts in C++? Pizza ist da und wir können uns gleich nochmal offline abholen. Ja, kommen Sie rein. Danke für eure Aufmerksamkeit, sofern Sie da waren und